be that young rapping dude. Might just trap with you. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier bei Schwitzen auf Bespin. Leute, die Folge 2 wird erschwitzt. Ja, das hat euch richtig gefallen. Der Like-Button wurde vergewaltigt und ja, dann könnten Rahmen und ich natürlich nicht nein sagen. Wir schwitzen ja wieder auf Bespin rum. Und diesmal auf der Seite des Imperiums, weil das war echt zu belastend. Das letzte Mal, das letzte Video. Und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt diesmal ein bisschen besser wird, oder Ramon? Ich hoffe es auch mal. Jetzt haben wir auch mal die AT-STs und den AT-AT. Ja, da haben wir wenigstens noch ein bisschen... Vielleicht da hin, was hinzaubern. So, ich habe einen Imploder. Scheiß Giftwolke da ausge... Oh, da sind ja unsere... Oh, das war ein Fail. Der schlimmste Fail ever. Oh mein Gott, ich werde gleich erschwitzt von der Seite. Belastender Content. Verschwitzter Content. Ich merke aber schon, dass diese Runde nur besser werden kann. Ja, das ist wirklich ein Riesenunterschied. So, Assist! Wenn er sich ein Assist... Ja, wenn ich mir ein Assist... Oh, nice. So Leute, wenn ihr hier ein Kill-Duell sehen wollt, das letzte Video hatten wir das ja auch gesagt, wir waren es noch so ein bisschen unschlüssig, wir wollen das mal so richtig von euch hören, haut das mal richtig raus. Wollt ihr ein Kill-Duell erschützen auf Bespin? Deswegen haut das einfach mal da raus, dann werden wir sehen. 10-2, endlich mal! Das könnte sehr interessant werden, obwohl das schon richtig geil ist, das Format. Das macht ja kein anderer. Da kommt ja noch solche Schwitzer-Ideen. Es macht aber auf jeden Fall Bock, immer wieder mal was Neues rauszuhauen. Ja, Leute, ihr seht ja, wie aktiv wir sind. Wir beide und weiter Drama und auch ein YouTube-Channel hier am Schüssel. Das wird dann zu der kommenden Zeit auch verkündet. Und dann könnt ihr Ramon da auch folgen, abonnieren und seine Videos dann reinziehen. Da will ich natürlich auch im Start sein. Ab und zu. Und die Ehrengarde ist jetzt am Start. Die sieht so ein bisschen so, keine Ahnung, aus. Voll verschleierte Suppe. Ich habe doch Raketenwerfer. Was ist denn los mit mir? Oder Zielsuch habe ich auch. Oh Mann. Und ich bin tot. So viel zu. Alles klar. Wieso sind wir so schnell der Imperator geworden? Oh ne. Das ging richtig schnell. Feindliche Luftunterstützung im Anflug. Auf jeden Fall, bald wird auch mal Kampfstation da sein oder Transport. Alles wird kommen, Leute. Wir werden hier euch zu spammen mit Videos. Das kommt ja aber auch gut an und ihr wollt ja auch mehr Content sehen und deswegen wird auch viel, viel mehr kommen. Denkt aber dran, Livestreams auch nicht zu vernachlässigen, denn da kommt der restliche Content. Da kommt noch mehr, wenn ihr nicht genug bekommt, dann einfach in Livestreams vorbeischauen und dann einfach die Livestreams euch reinziehen. Livestream-Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Einfach da draufklicken und dann seid ihr schon beim Livestream. Wir werden auch gerade übelst zerstört, die Gegner. Ja, aber ich wurde auch ziemlich zerstört und jetzt dümpel ich hier irgendwo rum, hab 4-4 und nichts passiert so richtig. Das ist so wie ein langweiliges Bundesliga-Fußballspiel. Och nein, er ist so schlecht. Aufs Korn. Nein, 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 nein. TL50. Man merkt schon wieder, wir sind am Schwitzen. Leute, was ist denn für euch so die Schwitzerwaffe? Würde mich mal interessieren. Also ich finde die E11 keine Schwitzerwaffe, aber ich finde, damit kann ich wenigstens hier ein paar Kills machen. Oh oh. Die verschwitzen sich da.
Die sind ja jetzt schon zurückgedrängt. Die haben sich richtig, verschwitzen sich richtig dort. Der Imperator lebt aber heute lange, wa? Ja, der macht als Kettenblitz. Oh, fuck, eine Pflaster. So. Was haben wir hier? Oh, Infanteriegeschütz. Hier, vielleicht so irgendwo. Hier so. Ne, geht ja nicht. Das ist schon außerhalb. Chewbacca ist da. Oh oh. Chewie ist da. Oh mein Gott, der eine hat doch nicht geschossen, deswegen so Panik. Oh. Oh mein Gott. Der Imperator geht übelst ab, aber hat doch nicht mehr so viel, so allzu viel Leben. Scheiße, 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 scheiße. Puh, wie ich hier schwitze, ey. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Oh, nice. Die kalte Dusche läuft auf jeden Fall schon warm. Kappa. Danach wird natürlich wieder abgekühlt. Muss natürlich sein, nach einer Runde schwitzen. Oh mein Gott, let's go! Der schwitzt sich in sein Schutzschild. Und die schwitzen sich darüber. Und ich werde... Sind gerade alle darüber geflogen. Ja, ey. Oh mein Gott, ganzes Sprungkommando. Und ich wurde natürlich dann irgendwo irgendwann geholt. Das war einfach zu viel. Habt ihr das gesehen, Leute? Dass meine Hände schwitzen müssen gehen. Ich meine, ohne Witz. Was war das denn gerade für eine Aktion? Hast du das mitbekommen? Was denn? Was er gerade bei mir gemacht hat. Er hat sich gefreut. Emote? Ja, und der hat mich mit dieser neuen Waffe da getroffen. Oh oh. Nachjoiner auch bei YouTube-Videos? Ist es denn möglich? Oh shit. Gut, wir haben sehr viele Videos jetzt hier am Laufen. Kann das eine oder andere natürlich passieren. Die Leute sich die. Oh, nice. Oh, da ist er ja. Da ist. Oh mein Gott, da war ja noch einer. Der da. Schön Schild. Der schwitzt nicht. Der. Der eine sieht das ganz gelassen. Der sagt: Oh, sollte mal alle schwitzen hier. Ich schwitze nicht. Er stellt sich da unten hin und hockt erstmal da rum. Juckt ihn einfach gar nicht. Das ist der heimliche Beobachter. Vielleicht ist das auch so eine Putzkolle, ne? Die den ganzen Schweiß von dem Boden aufwischen muss. Alles voller Wasser hier. Schweißwasser. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Wiring zu verhindern. Komm schon. Oh, Schutzschild. So. Warum Schutzschild? Endlich mal im AT-AST. Mal gucken, was wir jetzt reißen können. So, herunterfahren könnt ihr machen. Ich kümmere mich hier um den Müll. Meine Mutter hat gesagt, ich soll den Müll rausbringen, also bringe ich den Müll raus, ja. Heldenpickup, Heldenpickup. Nein, sag nicht, ich bin jetzt ausgestiegen und er kriegt es von mir. Er kriegt es von mir. Ich bin tot. RIP. Ich raste aus. Ich bin irgendwo im Nirgendwo gelandet. Das war echt noch komisch. Außerhalb der Map. Oh, du hast ihn nicht mit der Rakete getroffen? Oh, jetzt Schutzschild, ne? Der schwitzt da richtig hart. Wie dreckig! Von einer Seite zur nächsten springen die Leute. Irgendwann wird es mal so ein Eskalationsvideo geben. Das können wir versprechen. Oh, ich hab ihn! Ja, nein! Von hinten! Oh! Ey, das war mal richtig knapp. Rage am Limit, Leute, kommt auch noch.
von Ramon und ich, wo wir ragen sind, hier nur am rumschreien. Das wollt ihr aber nicht sehen, oder? Schreibt das nicht in den Kommentaren. Schreibt alles in die Kommentare, aber nicht, wir wollen Rage am Limit. Oh, scheiße. Nein, 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 die schwitzen uns zu zweit. Nein, schwitze ich da hinten, ey. Oh mein Gott, ich wurde geschnebt. Unser Orbital Strike. Wieso macht er einen Orbital Strike auf uns, der Teammate? Und ich bin tot vom von dem Blast. Mann, der schwitzt sich da ins Geschütz hin. Jetzt habe ich viele Tode kassiert, ehrlich gesagt. Einfach belastenderweise konnte ich nichts machen. Passiert manchmal. Ist halt so, wie es ist. Es ist ja, wie es ist. Hoffentlich habe ich gleich mein Sprungpack wieder. Kann ich da nämlich hoch. Wenn er da noch ist, da ist er ja nämlich nicht mehr dran. So, dann gehen wir mal in die Luft. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut hier. Vor allem wieder der hat sich da weggeschwitzt. Und der andere hat mich von links geholt. Ziemlich unangenehmes Gameplay. Darth Vader haben wir. Der ist schon wieder Held. Und jetzt, ey, die Leute merken sich immer die Helden-Pickups in Spawns. Das gefällt mir gar nicht. Ich dachte mal eine Zeit lang, ich muss das auch machen, wenn das jeder macht. Aber die Community hat das wenigstens nicht übertrieben. Aber es gibt wirklich einige Kandidaten, die das wirklich machen. Die studieren die YouTube-Videos. In- und auswendig. Und Jin. Hugo Bulls tötet mich, Hugo Bulls. Gruß an Hugo Bulls! Und ich fall runter. Krieg keinen Picker. Ja, Ramon, du hast weniger Tode, ne? Bei dir läuft es ein bisschen angenehmer als wie bei mir. Aber du fliegst auch eine Runde. Du chillst eine Runde, besser gesagt. Du schwitzt ja gar nicht rum. Oder schwitzt in der Luft? Doch. Er schwitzt in der Luft. Na gut, die Schweißperlen tropfen hier runter. Okay, du schwitzt doch. Ey, Vader Noob. Oh mein Gott, er kommt geschwitzt. Komm her, du Schwitzi. Komm noch her, du Mr. Schwitzer. Hinter dir. Ich muss ihn kurz töten. Jetzt nicht sehen. Und hinter mir auch noch einer. Oh mein Gott! Alter! Dieses Geschwitz, wie ich hier rumschwitze. Alter, schwitzen wir auf Bespin, was wir im Format. Ich glaube, die schwitzen ja schon unter den Achseln. Ja, nicht nur da. Nicht nur da. Sogar die Konsole schwitzt. Ziehen sogar Handschuhe an, dass sie mehr schwitzen. Wir haben so eine Anti-Schwitzcreme gekauft. Ja, Leute, kauft bitte meine Anti-Schwitzcreme. Der Link ist in der Beschreibung. Dann schwitzt ihr weniger. Oh mein Gott. Die Leute wollen bestimmt auch Merchandise vom XS-Clan sehen hier. XS-Merchandise. Wie gesagt, die Deos. Deodoranten müssen wir auf jeden Fall mal machen. Schwitzen auf Bespin, wenn das Format hier berühmt wird. Dann müssen wir ein Deo rausbringen. Es geht nicht anders. Aber wie soll das Deo dann heißen? Einfach nur Bespin. Bespin, das ist einfach Bespin-Schweiß. Bespin-Schweiß. Aber das, da kauft man ja den Schweiß. Man will ja den Schweiß besiegen. Oder das heißt ein Anti-Bespin-Schweiß. Ja, ich habe einen erschwitzt getötet. Ja, der schwitzt komplett, der kommt mit der intelligenten Rakete. Oh mein Gott, er schmeißt eine Granate.
Er schwitzt und ich bin tot. Durch die Armbrust hat er mich hier. Durch die Armbrust schwitzt er hier durch. Boah, noch nie hier so geschwitzt. So, jetzt chillen wir mal bis zum Ende, würde ich behaupten. Ich kann nicht chillen, ich muss schwitzen. Wenn ich einmal Dings bin. In der Schwitzleistung muss ich die Leistung beibehalten. Sonst sinkt das zu sehr rapide, dann geht mein Blutdruck. Sinkt zu schnell. Nein! Ich habe ihn nicht erschwitzt mit der Granate, Rakete. Ey, er holt mich schon wieder mit der intelligenten Rakete. Und der klaut ist einfach unfassbar. Er hat einen Handpicker geklaut. Oh mein Gott, wie ich ihn vorm Schwitzen geholt habe. Yo, Killstreak oder was? Auf Best bin ich Killstreak? Never. Halt doch bitte noch mehr aus. Oh mein Gott, wie hat er mich geholt? Oh mein Gott, wie hat er mich denn geholt? Ich habe ihn noch dreimal getroffen, oder nicht? Was war das denn bitte? Oh nein, oh nein, oh nein. Kommt ein Thermal-Imploder. Die Runde ist zu Ende, zum Glück. Wir brauchen echt eine Pause. So Leute, kalte Dusche ist schon an. Jetzt werde ich mal reinhüpfen mit Controller natürlich. Controller muss natürlich auch abkühlen. Nein, scheiße, ey. Ich wollte die überraschen. Die würden sagen, hey, was macht der denn hier bei uns? Aber hat leider nicht geklappt. Ich habe nur den einen bekommen. Und es ist zu Ende. Es ist zu Ende, Ramon. Super Runde. Es ist zu Ende. Wow, nice. Wir haben gewonnen. 38-19 bei mir der Score. 33-18 bei Ramon. Er ist erster Platz geworden, der Objective-Spieler. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wenn ihr mehr vom Schwitzer-Gameplay sehen wollt, schwitzt auf den Like-Button. Und schwitzt in die Kommentare natürlich. Richtig schön schwitzen. Und ja, Leute, wir sehen uns zum nächsten Schwitzer-Gameplay wieder. Oder, Ramon? Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.